Hallo und herzlich willkommen zurück zu Technical Infinity. Ja, ich bin heute oder jetzt oder gerade eben alleine, weil der Kaden hat ja, wie ihr es in der letzten Folge mitgekriegt habt, er sollte noch die Diamanten einsammeln. Und er hat mir geschrieben, das hat er auch getan, weil ich zur Arbeit musste. Jetzt bin ich von der Arbeit wieder zurück und nehme jetzt noch eine Folge auf, dass wir jetzt praktisch wieder gleich auf sind. Und ich wollte eigentlich wieder nur meinen gehen. Und das mache ich jetzt dann auch, weil für den Anfang brauchen wir erstmal gescheite Ressourcen, um voranzukommen. Auf jeden Fall, jetzt muss ich nochmal gucken, hier hat er die Erze reingetan, ne? Oh, geil. 6 Diamanten waren es. Perfekt. Gut, haben wir... Wir hatten doch noch... Ah, wir haben noch Eisen. Dann werde ich mich mal kurz um das Eisen kümmern. Und einen Eimer mitnehmen, dann gleich Dingens holen. Lava holen, wenn ich gerade schon dabei bin. Hoffentlich treffe ich auf Lava. Mal gucken. Man sieht auch schon so ein bisschen so rundherum, was hier so passiert. Da wird gebaut. Frame hat auch schon angefangen. Kira hat, glaube ich, noch nicht angefangen. Die hat aber ein Pferd mit Goldrüstung. Immerhin, ne? Hauptsache, es glänzt. So, ich mache mir noch dann eine Eisenspitzhacke. Beziehungsweise 6. Ja, okay, es müsste reichen für einen Eimer und. Für einen Eimer und Dingenskirchen. Ich bin auch gerade ganz alleine, weil, okay, es ist Samstag, kurz vor 8 in der Früh. Ich bin von der Nachtschicht nach Hause gekommen und ich glaube jetzt kaum, dass jemand um diese Zeit aufnehmen wird. Ich glaube auch, dass die meisten ihre Folgen schon vorgefertigt haben. Wir dürfen ja immer nur 4 im Voraus aufnehmen. Und da ja eigentlich der Projektstart jetzt im Moment noch gar nicht ist, also wir haben heute den 30. Heute ist Samstag und eigentlich ist der Projektstart ja erst am Montag. Da wird dann die erste Folge ausgestrahlt. Und wir dürfen schon vorher aufnehmen, um praktisch... Das kann ich eigentlich mal... Obwohl, das kann ich verbrennen, ne? Das kann man hier reinpacken, das kann dann Cobblestone machen. So, unten einen Eimer, genau. Unten einen Eimer wollte ich machen. Obwohl ich eigentlich gucken muss, wie nochmal das der Open Blocks Tank geht, weil wenn, dann nehme ich gleich noch ein bisschen mehr mit. Open Blocks Tank. Ah, der war mit Opsi, okay. Der war mit Opsi, also dann kann ich den eigentlich schon mal total vergessen. Na gut, dann muss halt erstmal ein Eimer reichen. Gut, ich habe, das habe ich, Fackeln habe ich ein paar. Nehme ich mir mal noch ein bisschen Kohle mit. Und mache noch ein paar Fackeln. Sonst wird es so dunkel da unten drin. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen was finden. Wir gehen natürlich wieder in die Farmwelt, weil, ich habe mich ja aus Versehen so ein bisschen, das heißt... Durchgebuddelt nicht, aber da unten unter unserem Haus ist halt so ein bisschen Höhle. Und da, naja, bin ich halt auf das andere Grundstück gekommen. So, und ich gehe auch gleich wieder hier unten rein. Hier. Dang, 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 dang. Denn ich möchte natürlich auch Redstone finden, was ich unbedingt brauche. Natürlich noch mehr Certus. Was ist das? Sapphire Ore. Yellowrite. Yellowrite nehmen wir auf jeden Fall auch mit, weil wir das später für Big Reactors brauchen. Das ist natürlich auch wichtig, weil das teilweise mit Treibstoff läuft. Also das Yellowrite ist der Treibstoff dann. So, ich bin jetzt auf der Höhe 8. Könnte ich doch eigentlich, ich bin jetzt gerade überlegen, aber eigentlich können wir noch schnell koppeln. Na, ich mache mir den Koppelhammer das nächste Mal. Ich grab mich jetzt hier mal so ganz, oder wo, soll ich noch weiter runter? Hm.
Ich grab mich mal weiter runter, ja. Kommen wir dann so Richtung Redstone. Hoppala. Ne. Tier und Redstone Level zu kommen. Ich bin zwar schon auf dem Level, aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man schon auf dem Bedrock steht und dann geradeaus. Hoppala. Scheiß Gravel. Geradeaus gräbt, dass man da mehr Chancen hat, Sachen zu finden. Darum mache ich das eigentlich immer so. Schaufel hätte ich mir noch besorgen können. So, weil ich glaube. Genau, es gibt hier nämlich Flat Bedrock. So, mache ich hier mal zwei Fackeln hin. Wir werden jetzt einfach mal in eine Richtung begeben und einfach mal hoppala, durchgraben. Und schauen, was ich so finde. Ich darf ja 22 Minuten aufnehmen. Vielleicht gibt es ja da was Feines. Ich könnte das jetzt natürlich auch im Grunde offscreen machen. Also wir haben eine Sonderregelung. Wir dürfen auch streamen. Das wird nicht als Folgenzeit auf YouTube angerechnet. Aber wir müssen uns entscheiden. Wir dürfen entweder 4 Stunden streamen in der Woche oder wir dürfen 4 Stunden meinen in der Woche. Das müssen wir zwar aufnehmen, aber um euch das Langweilige zu ersparen, müssen wir das nicht hochladen. Wir müssen nur aufnehmen, dass alles so ein bisschen konform geht, dass man das dass man das kontrollieren kann. So, und ich stelle mir jetzt hier schnell eine Crafting Bench hin. Das geht ja mal gar nicht. Ich brauche eine Schaufel. Da haben wir noch ein bisschen Holz dabei. So. Packen wir das mal zur Seite. Also, was ich mir gedacht habe, ist, wie gesagt, dass wir erstmal. Ein Kohle? War das jetzt? Oh. Ich fange erstmal mit Karten zusammen mit Soundcraft an. Ich glaube, ich habe auf dem Level hier nicht so viel Glück, ja? Das ist mehr Erde als alles andere. Ich gehe mal hier ein paar Schritte weiter hoch. Machen wir mal hier. Mit Tinkers an. Grundausstattung, also praktisch Hammer, Spitzhacke und eine Waffe. Dass man damit erstmal ausgerüstet ist. Und Kahn wollte dann mit Botania anfangen. Er hat, glaube ich, so wie ich das oben gesehen habe, sich schon so einen kleinen Mana-Pool aufgebaut, womit er Mana sammelt. Heißt das Mana? Ich glaube, das heißt Mana. Bin jetzt gerade auch gar nicht sicher, wie das heißt. Von Botania habe ich natürlich gar keine Ahnung. Ich habe das einmal kurz ausprobiert gehabt. Aber wirklich beschäftigt habe ich mich damit nicht. Ich bin eher so der Typ. Ja, gut, zwar auch schon Magie-Mods. Also, Soundcraft gefällt mir natürlich sehr gut. Aber ich bin eher so der Technik-begeisterte Mod-Spieler. So Industrial Craft, Buildcraft, Red Power. Okay, Red Power gibt es jetzt nicht mehr. Aber sowas in der Richtung halt. Zum Beispiel halt auch Reactorcraft, was ich unbedingt ausprobieren will, weil damit kann man Tonnen von Energie erzeugen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wie das, oder ich hab schon mal ein bisschen ausprobiert im Singleplayer. Also rumprobiert, wie kann man denn den Reaktor aufbauen oder was brauchen wir alles dazu? Wie funktioniert der? Ich finde jetzt gerade nur Yellowride, oder? Wenn wir gerade davon sprechen. Und ich möchte halt gucken, dass wir da dann genug Saft haben, um unser MEC-System zum Beispiel betreiben, das ich dann auch anfangen möchte. Aber dazu brauche ich natürlich erstmal die Werkzeuge dafür. Und ein paar Materialien. Denn ihr wisst das selber, jeder, der schon mal Modpack gespielt hat, kann sehr, sehr, sehr ins, ja gut, Geld gehen, also in die Materialien gehen. Viel Eisen, viel Redstone. Lead braucht man sehr viel. Also das kann, sag mal, auf der Strecke hätte ich doch schon längst was finden müssen.
Gehen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Genau, noch eine Anmerkung zur Musik. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt, aber ich habe mir eine KST Beats Only Playlist gemacht. Also praktisch alles, was ihr hier hört in diesem Let's Play, ist von KST Beats. Ist auch verlinkt unten in der Videobeschreibung. Der macht richtig coole Mucke. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken bei dem. Da ist eigentlich in jeder Richtung was dabei, von Techno bis Dubstep, Hip-Hop, Rock jetzt nicht so, aber es ist sehr vielfältig. Also ich glaube, der hat jetzt schon über 300 Beats, Lieder produziert. Kann man sich auch alle runterladen, kann man sich auch alle frei runterladen, also man muss nichts dafür zahlen. Und so wie ich jetzt zum Beispiel im Video nutzen, solange man natürlich ihn erwähnt und verlinkt. Was ich sehr cool finde, muss ich sagen. So, immerhin ein bisschen Kohle. Das am Anfang des Meinen, das ist immer das Schlimmste, finde ich. Für mich jetzt. Also ich finde, Kaden und Soda sagen immer, dass am Anfang, das ist immer das, was ihnen so gefällt. Dieses Erforschen und Meinen. Und das ist, ich finde das eher langweilig. Mir macht das Endgame eher Spaß, weil ich dann schon meine Maschinen habe und meine Anlagen. Und mir geht es dann eigentlich darum, kann ich das vergrößern, kann ich das erweitern, kann ich das optimieren, was kann ich besser machen. Und ja, was ich jetzt gar nicht geguckt habe, Moment, das könnte ich mal kurz schauen. Gibt es eigentlich schon, opala, na, machen wir es mal anders. Gehen wir mal ins Applied Logistics. Was sind die Storage Cells, Wireless Terminal? Gibt es schon die Crafting Engine? Also Crafting Storage gibt es schon. Crafting Unit gibt es auch schon. Molecular Assembler. Weil, als ich dieses Modpack ausprobiert habe im Direwolf 1.7.10, ist in dieser Version noch kein Crafting-System vorhanden. Also nicht so wie im KSL Ultimate, dass man einfach sagen kann, hey du, crafte mir jetzt 20 von den Teilen. Das geht leider nicht, weil das noch gar nicht eingebaut ist. Das fällt hier dann weg. So, was haben wir da? Silber. Silber ist gut. Silber brauchen wir auch. Silber und Gold, also beides zusammen. Silber alleine jetzt nicht so viel. So, gucken wir auf die Zeit, weil man darf nämlich nicht überziehen, das ist nämlich ganz böse. Ich bin erst bei 13 Minuten, also haben wir noch ein bisschen Zeit. So, und die Erzdichte ist ein bisschen sehr mager hier. Kenne ich von den Modpacks ein bisschen anders eigentlich. Naja gut, ich fahre jetzt auch nicht mit dem Hammer. Mit dem Hammer, glaube ich, würde ich da schneller viel mehr finden, weil das der Bereich natürlich größer ist. Aber ich habe schon mal ein bisschen Redstone gefunden. Was gar nicht so schlecht ist. Ich habe noch keinen Lava gefunden. Ich höre auch nichts in der Nähe. Musik habe ich aus, das Wetter habe ich aus, das lasse ich auch mal aus. Blablabla. Environment habe ich alles auf 100. Also ich müsste Lava eigentlich hören, wenn sie denn irgendwo in der Nähe ist, theoretisch.
Oh, Lidohr. Aber ich muss sagen, Lid und Silberohr sieht. Obwohl, das Lidohr ist ein bisschen dunkler. Das sah jetzt gerade so auf den ersten Blick fast gleich aus. Aber ich muss mich noch an dieses Texture-Pack gewöhnen. Karten spielt das ja schon eine Weile, außer halt jetzt bei KSL. Weil Sota hat uns da das Faithful modifiziert mit einem richtig geilen Mond, wie ich finde, und mit einer geilen Sonne. Oh, dieses Lied, ich liebe dieses Lied. Wie heißt denn das? Ease, okay. Das höre ich gern, das ist... Das gefällt mir. Ich glaube, ich bin fast zu tief, um noch Ärzte zu finden, die ich wirklich brauche. Das heißt, noch zu tief. Ich bin viel zu tief, glaube ich. Obwohl, Diamanten wären halt auch nicht schlecht, ne? Das wäre... Was haben wir hier? Verruß. Verruß ist auch gar nicht so verkehrt, obwohl man das gar nicht so viel braucht. Und Eisen, oder? Wow, das war ein Dance-Ohr, oder? So, und jetzt eine Diamantnadel mit 12 Diamanten, das wäre toll. Nur so, weil ich es kann. Schade, hätte klappen können. Ich bleibe jetzt einfach mal auf dem Level, wenn ich eh gerade schon dabei bin. Sollte ich mich eigentlich so ganz langsam wieder auf den Rückweg machen. Damit ich mal das Zeug aus meinem Inventar einsortieren kann. Weil wenn der Karten dann doch alleine aufnehmen sollte, dann muss er nicht extra noch Zeug holen, weil das ganze Zeug in meinem Inventar ist. Das genau, das muss ich mir vielleicht noch sagen, dass wir uns angewöhnen, so wichtige Ressourcen aus dem Inventar raus zu tun. Was ist da? Oh, Eisen. Ironie! Und was ist da? Silber, okay. Nehme ich auch. Nehmen wir mit Silber und Lid. Ah, jetzt sieht man den Unterschied. Okay, das Silber, das ist ein bisschen heller und glänzt mehr. Und das Blei, obwohl, ja, passt ja. Blei ist so, na... Dumpf und matt. Kommt eigentlich hin. So, dann nehmen wir den noch mit. Und den nehmen wir noch mit. Was ist das? Da ist auch was. Also man sieht, ich bin so der typische Strip-Miner, außer ich finde jetzt irgendwie eine Höhle oder so, dann laufe ich dir auch ganz gerne nach, weil man da natürlich auch sehr viel findet. Aber man sieht hier auf dem Radar, dass hier in der Gegend
nichts ist. Naja. So, ich bin bei 20 Minuten. Ganz schnell nach Hause. So, halt, nee. Ich bin jetzt dran vorbeigerannt. Tatsache. Hier. So, nach oben. Weil dann ist es schon wieder Zeit, die Folge zu beenden. Es geht so fix. Wir hatten mal in der Gruppe das Gespräch, ja, die einen würden gerne so, beziehungsweise ist, die Vorgabe ist ja mindestens 14 oder 15 Minuten Folgen und maximal 22. Und da hat halt jemand gesagt, dass er gerne nur so 5 bis 10 Minuten Folgen macht, sogar nur. Weil ihm das alles so, na, wie soll ich sagen, zu lang vorkommt sonst. Und das kann aber eigentlich nicht sein, weil, okay, wenn es jetzt ums Mine oder Vanilla Craft geht, da könnte ich ihm vielleicht sogar zustimmen, aber wenn es jetzt um die Mods geht, das ist dann schon ein bisschen anders, weil wenn man mal sieht, wie lang man für eine Maschine an Craften braucht teilweise, dann ist dann schon echt happig. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Den Marble, hoppala, wir brauchen hier nochmal ein bisschen Licht, genau, das wäre toll. Und mal so eine Trash-Kiste. Ja, noch zwei Kisten. Da schmeißen wir mal, wie ging denn das mit allem rein? Ah, okay. Dirt. Kannst hier aussortieren, den Stein, den Kobel, den Sand. Die halt, ne, die wollen nicht. Moment. Da. Den Limestone können wir noch darüber tun. So, das behalte ich mal. Genau, wie geht's zu unserem Feld? Da ist schon alles gewachsen. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, ich bin schon drüber. Ja gut, dann sage ich jetzt schon mal wieder Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Karten zusammen und dann werden wir die Weltherrschaft losreißen. Natürlich. Ich sag Ciao. Tschüss.